wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close. Hello, hello, neues Follow Me Around. Genau, ihr wünscht es euch immer wieder und deswegen ein weiteres Video zum Thema Family Time. Genau, auf meinem Tisch ist einiges los, wie ihr sehen könnt. Der Postbote war gerade da, ich zeige euch dann später die Bestellung. Wir fahren jetzt nach Frankfurt. Einer meiner Söhne möchte sich nämlich sein Weihnachtsgeschenk aussuchen. Mal gucken, ob es Christkindliebe ist. Und ich nehme euch einfach wieder mal eine Runde mit. Viel Spaß beim Video. Boah, Leute, ich sag's euch, bis wir alle aus dem Haus wallen, ne? Dauert's. Und übrigens, da hinten, ne, falls ihr seht, da liegt immer noch mein Ceranco-Feld. Türsnap! Unglaublich, mein Mann. Das muss ich die Woche selbst erledigen. Mit dem blöden Ceranco-Feld. Es regt mich so auf. Ihn stört's einfach nicht. Also, auf geht's nach Frankfurt. Wir sind angekommen in Frankfurt. Yay! Jetzt suchen wir ein Parkhaus. Und dann geht's auf die Zeil. Leider ist es schon dunkel. Ich muss mal gucken, wie viel ich filmen kann. Auf jeden Fall lieben es meine Kinder hier rumzufahren und rumzulaufen. Sie sehen immer ganz, ganz viele tolle Autos. Ne, Lassie? Ja. Was habt ihr jetzt schon alles gesehen? Ein Jaguar und ich glaube ein M3. M3 und ein Jaguar. Okay. Meine Kinder könnten auch im Parkhaus bleiben, ne? Also da hätten die einen Riesenspaß, da rumzulaufen und zu gucken, welche Autos da rumstehen. Aber ja, das machen wir natürlich nicht. Und wir sind jetzt gleich da. Schaut mal, da ist die EZB. Europäische Zentralbank. Ne? So sieht es hier aus. Und gleich sind wir auf der Zeil. It was the night before Christmas. I was closing down for business. My little prison shop. When the bell on the... Yay, wir sind im Apple Store. Wir lieben ihn. Mein Mann hasst ihn. Luki, komm her, Schatz. Im Apple Store. Yeah, mein Sohn, mal gucken, ob das Kind lieb ist. Also, weiter geht's auf die Zeit. Yeah. Schaut mal, wer hier ist. Oh mein Gott. Vor allem mit diesem Unterlangkopf. Hallo! Dann laufe ich nichts ahnend durch Frankfurt und wen treffe ich? Eine YouTuberin! Yeah. Und dann auch noch so eine bezaubernde. Kennt ihr sie? Die Olesya von Olesyas Welt. Wenn ich, dann müsst ihr unbedingt vorbeischauen. Unbedingt. Und ich glaube das nicht, weil die Steffi liebt sie über alles. Die macht auch sämtliche Frisuren von ihr nach. Steffi! Ja, meine Mama guckt. Also wenn ihr Frisuren machen wollt, schaut bei ihr. Mega! Schaut sie an. Und diese Zähne, die ich verstecke. Immer, ja, du kannst ruhig vorkommen. Immer wenn ich ihre Videos schaue, schaue ich ihr so arg auf die Zähne. Lach mal. Ja, weil du so schöne Zähne hast. Sie sieht nur so aus. Nee, echt auch. Ja? Ja. Cool. Und ihre Augen. Mega, ich bin verliebt. Also, ja. Okay, also hier schauen alle und deswegen laufe ich jetzt weiter, ja, auf der so Zeil. YouTuber-Probleme, alles. Aber ich unterhalte mich noch ein bisschen mit Olesya. Also, schaut unbedingt bei ihr vorbei. Tschüss! Nee, ich muss ja nicht Tschüss sagen, du musst Tschüss sagen. Tschüss! Kurze Pause, wir essen jetzt was. Wir sind erschöpft vom Shoppen. Wir haben zwar noch nichts gekauft, ne? Ich zeige euch mal mein Essen. Mmh, lecker! Und die Schrimps bekommt jetzt mein Mann. Die mag ich nämlich nicht. Das Essen hat schrecklich geschmeckt. Also mir hat es überhaupt nicht geschmeckt. Hat es euch geschmeckt? Ja. Ja, den Mäusen hat es geschmeckt, Gott sei Dank. Ich muss jetzt bei Depot noch kurz was zurückgeben. Meine Ausbeute von Zara zeige ich euch in meinem Fashion Hall. Und ja, genau. Jetzt gehen wir aber mal zu Depot. Oh, die haben immer so schöne Sachen. Nein. Da muss die Mama immer so schöne Sachen kaufen, ne? Ja. Yeah. Okay, also wir gehen jetzt zu Depot. The night before Christmas, I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door
more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, Christmas on, is Christmas on. So, ihr wollt ja immer sehen, was wir einkaufen. Also, ein Kasten Wasser haben wir jetzt hier. Dann haben wir Mandarinchen, Aubergine, getrocknete Tomaten. Dann habe ich hier so ein leckeres Balsamico-Dressing, Orangensaft, Salat, Kaffee und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Hier seht ihr alles. Schweineländchen gibt es morgen im Speckmantel. Genau. Hallo, guten Morgen. Oh mein Gott, ich bin so müde. Gestern war es voll schön in Frankfurt. Ich rede jetzt mal ein bisschen leiser, meine Mäuse schlafen nämlich noch. Ich habe jetzt schon einen Teil vom Haushalt gemacht und war mit der Bella draußen, habe mich geduscht und fertig gemacht soweit. Ich werde dann das Kochen anfangen und werde euch das wieder einblenden. Das interessiert euch ja immer so sehr. Ich werde mich dazu aber erst dann noch umziehen. Und oh mein Gott, da drüben mein Tisch, der sieht so übel aus, wenn ich da schon rüber gucke, ne? Ich schon die Krise. Ich zeige euch das dann später noch. Und heute, was steht heute so an? Ja, heute ist Sonntag, Family Day. Meine Mäuse wollen Schlittschuh laufen. Und mal gucken, ob das hinhaut. Das Wetter ist nämlich echt übel heute. Und ja, ich nehme euch wieder mit. Und sag mal bis später. I'm holding on, if home was gone. Someday I know I'll finally make it through the gates, just have to wait. You whisper to me there's no maybe. Sometimes I'm like a whisper in a riot, but I grow stronger, keep believing in me. Say you're believing, you're believing in me. You're believing. Oh mein Gott, mein Tisch sieht so heftig aus. Ich hasse es, wenn mein Tisch so belagert ist. Aber ich wäre für mehr Realität, deswegen zeige ich es euch. Und zwar ist hier mein Adventsgesteck. Das habt ihr ja schon auf Snapchat gesehen. Das habe ich mit dem Lissandro gebastelt. Ich habe mich letztendlich dann für pinke Herzen entschieden. Und zwar matte und glänzende. Ich finde, das ist ganz schön geworden. Hier ist meine Amazon-Bestellung. Hier habe ich so eine Art Lichterkette mit so Klammern bestellt. Da brauche ich jetzt gleich noch Akkus. Da möchte ich nämlich den Kalender aufhängen, den mir letztes Jahr meine Freundin Maria geschenkt hat. Dann habe ich mir hier noch Lichterkette
Lichterketten für draußen bestellt. Da könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr sehen möchtet, wie ich den Garten dekoriere. Das habe ich gestern noch bei Depot mitgenommen. Und zwar sind es so Sterne als Lichterkette. Es war sehr teuer, muss ich zugeben. 35 Euro habe ich bezahlt. Aber ich habe mir dann gedacht, naja, hast du ja einige Jahre. Hier habe ich mir ein Mikro bestellt. Ich hoffe, dass mein Ton besser wird. Drückt mir da mal bitte die Daumen. Und zwar sind die für den Lissandro. Neue Schuhe, die sind gefüttert, finde ich sehr schön. Und die hier sind für den Moritz. Jetzt dann eben auch für den Winter. Und das hat auch noch der Postbote von Amazon gebracht. Und zwar ja, hat sich der Max diese Uhr ausgesucht zu Weihnachten. Die muss ich noch einpacken. Und hier habe ich dann noch bei Depot diese Täschchen mitgenommen. Diese Tütchen für den Adventskalender. 24 sind da drinnen, diese Aufkleber. Das hier dann noch für die Geschenke als Aufkleber. Und die Kugeln, die brauche ich jetzt gleich noch für die Lichterkette. Und hier habe ich dann noch einen Adventskalender, den habe ich selbst gebastelt vor vielen Jahren, als die Kinder noch klein waren. Der gewinnt jetzt keinen Schönheitspreis mehr, aber der hat mehr so einen ideellen Wert. Und den hänge ich immer ans große Fenster in die Küche. Und jetzt gehen wir mal rüber zum Sideboard. So, hier geht's weiter. Ich habe schon alles hingestellt. Hier ist meine Schublade mit dem ganzen Geschenkpapier. Ich möchte euch gar nicht so viel verraten. Es wird nämlich ein Tauschpaket geben. Ich zeige euch nur dieses wunderschöne Schätzchen. Das habe ich mitgenommen bei Depot. Schaut mal, wie edel das aussieht. So, so schön. Hier ist so eine Mischung drin. Da kann sie sich ein leckeres Getränk machen. Und die YouTuberin, die kennt ihr mit Sicherheit auch alle. Ich freue mich so, so arg, sie beschenken zu dürfen. Und ja, mehr möchte ich jetzt aber erstmal nicht verraten. Max, hilfst du mir Geschenke einpacken? Ja, natürlich. Nee, komm bitte, jetzt mal ernsthaft, verarsch mich nicht. Und gib mir mal das Geschenk hier in meine Nähe. Das ist zu nah bei dir. Ja, aber das ist gut so. Kannst du an Weihnachten bitte total überrascht tun? Ja, natürlich. Gib's her. Tu total überrascht, als wüsstest du nicht, was drin ist. Hol's mal lieber. Nicht, dass du das noch auspackst. Komm, helf mir jetzt Geschenke einpacken, bitte. Ich hab heute noch was Geiles, oder? Du hast noch was anderes vor, was? Weiß ich doch nicht. Guck mal, was für ein Chaos da hinten ist. Guck mal hier. Hallo, die Mama hasst es. Sieht doch gut aus. Komm, bitte helf mir. Okay, ich glaube, er will mir nicht helfen. Ist fertig. Soll ich euch einen kleinen Einblick geben? Na gut, aber nur einen klitzekleinen Einblick. Da ist die Karte. Hier sind die Geschenke. Hier sind noch mehr Geschenke. Kann ich euch ganz kurz zeigen. Ihr werdet ja dann das Tauschpaket sehen. Oh, ich freue mich schon voll. Ich liebe es, Sachen zu verschenken. Yay! So, ganz schnell wieder zu und ab zur Post. Hallo meine Lieben, nicht wundern, ich sehe jetzt anders aus. Ja, heute ist uns wieder das Beste passiert. Ich melde mich nochmal ganz kurz, weil ich mich nochmal von euch verabschieden möchte. Und zwar hatte ich euch ja erzählt, dass wir heute Schlittschuh laufen wollten mit unseren Mäusen. Das hatten sie sich ja gewünscht und wir sind tatsächlich auch zur Schlittschuhbahn gefahren, was ziemlich weit weg ist und die hatte zu. Ja, die hatte zu, weil es dort ein Eishockeyspiel gab. Wunderbar, dann mussten wir natürlich überlegen, was wir jetzt machen. Jeder wollte irgendwie was anderes machen, ist klar, ne? Ganz viele Geschmäcker haben wir dabei. Und dann waren wir schon mal wieder in Richtung Autobahn, beziehungsweise waren auf der Autobahn. Der Max hat dann ein bisschen gegoogelt und hat gesehen, dass es im Kino einen ganz, ganz tollen Film gibt. Und der aber schon angefangen hatte. Ja, wunderbar, haben wir uns gedacht, wir fahren trotzdem mal hin. Wir hatten noch über 20 Minuten Fahrt und mit Parken und Tickets kaufen und überhaupt. Und als wir dort angekommen sind, lief immer noch nicht der Film, also es lief noch Werbung. Unglaublich, wie viel Werbung in einem Kino läuft. Also ich kenne mich da ja überhaupt nicht aus. Ich bin auch so null der Pro. Es war dann aber total schön. Ich muss es zugeben, ich glaube, wir müssen öfters mal ins Kino. Also der Film, der war einfach nur zum Empfehlen. Also es ging halt um Flüchtlinge. Es war zum Teil auch lustig, also es war überwiegend lustig, aber auch sehr zum Nachdenken. Es war auch sehr traurig und ja, wahrscheinlich wisst ihr alle schon, welchen Film ich meine, mit Elias Mbarek. Und also der war echt total cool. Jetzt überlege ich gerade, wie genau er hieß, die Hartmanns oder die Hermanns. Willkommen bei den Hartmanns? Keine Ahnung. Ihr merkt schon, ich bin nicht so die Kinogängerin. Jedenfalls, wenn ihr Bock auf einen richtig schönen Film habt, dann schaut euch den an. Ich war dann jetzt heute Abend froh, dass wir doch noch einen schönen Abend hatten und einen schönen Sonntag, dass wir dann so spontan waren und ja, dann doch noch was Schönes gemacht haben. Wir sind jetzt schon eine ganze Weile wieder hier zu Hause. Ich habe jetzt noch einen DM-Haul für euch abgedreht
werde mich gleich abschminken und alles wegräumen. Das Video seht ihr dann am Sonntag. Ich hoffe, dass euch dieser Vlog hier wieder gefallen hat. Mein Paket habe ich soweit auch fertig gemacht. Mein Tauschpaket für die YouTube-Mama, die ihr mit Sicherheit alle kennen werdet. Und oh mein Gott, ich liebe ihre Videos. Ich verrate euch dann auch bald, an wen das Paket geht. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, natürlich, weil ich es liebe, einfach ja, Dinge zu verschenken. Außerdem mag ich sie sehr, sehr gerne. Und dann ist es natürlich noch schöner, was zu verschenken. Genau, aber da halte ich euch, wie gesagt, auf dem Laufenden. Und jetzt verabschiede ich mich, weil ich hier noch ein bisschen Arbeit habe. Ich hoffe, dass wir uns natürlich im nächsten Video wiedersehen. Am Sonntag seid mit dabei, der M-Hall-Verlosung. Und genau, da würde ich mich total freuen. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Abend oder Tag. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!